In Wien debattiert der Nationalrat seit 2 Stunden in einer Sondersitzung die Folgen des Klimawandels. Die Liste Pilz, die Sitzung verlangt hat, attackiert die Umweltministerin scharf. Sie betreibe reine Symbolpolitik und stelle sich hinter die Interessen von Konzernen. Die Ministerin wehrt sich und sieht Österreich zwar noch im Mittelfeld, aber umweltpolitisch auf gutem Weg. Ein harter Tag für die Umweltministerin. In aller Früh besetzt Greenpeace ihr Büro. 40 Aktivisten errichten ein Mahnmal gegen Umweltzerstörung. Einer der Gründe, das neue UVP-Gesetz. Damit will die Regierung verhindern, dass kleine Umweltschutzvereine mit weniger als 100 Mitgliedern künftig an Umweltverträglichkeitsprüfungen teilhaben. Die Verfahren sollen beschleunigt werden. Das ist auch Thema im Parlament. Da hat die Polizei den Greenpeace-Protest längst beendet. Auch die Liste Pilz, Initiatorin der Sondersitzung, fordert eine Rücknahme des UVP-Gesetzes und ein prinzipielles Umdenken. So gut wie alle Experten der ganzen Welt haben eine einzige Botschaft. In der Klimaschutzpolitik muss sich Gravierendes ändern. Jetzt. Von der Ministerin seien aber nur Lippenbekenntnisse zu hören. Sie wehrt sich. Österreich liegt derzeit bei der Erreichung der 2020-Ziele zwar im Mittelfeld, aber insgesamt im Zielpfad. Länder wie Deutschland beispielsweise haben sich schon still und leise von den 2020-Zielen verabschiedet. Außerdem, so der Koalitionspartner, müsse man diese Sitzung selbst hinterfragen. 21 Tonnen CO2 wurden heute für diese Anreise der Abgeordneten verbraucht. Auch das wäre eine klimapolitische Maßnahme in diesem Sinne. Falsch gerechnet, so die NEOS. Ich habe kurz eine Umfrage gemacht bei uns im Club. Also es ist einer mit der U-Bahn gekommen, ansonsten alle zu Fuß und mit dem Rad. Also unsere CO2-Bilanz ist in Ordnung. Die SPÖ appelliert ohnehin, das Hickhack zu beenden. Und zu diesen Themen, wo wir hier in einer breiten Allianz für die Menschen arbeiten sollten, ohne Ideologie, gehört eindeutig die Klima- und Umweltpolitik, gehört die Gesundheitspolitik und allen voran natürlich das Thema des Nichtraucherinnenschutzes. Ihre Devise? Gemeinsam anpacken.